viele, viele treue Dienste erwiesen. So. Was wir jetzt als nächstes machen könnten, wir können jetzt Richtung Norden gehen, aber ich würde erstmal sagen, wir gehen jetzt Richtung Osten. Nee, wir gehen jetzt hier. Dorthin. Und dann gucken wir einfach mal. 1 Stunde 45. Also, wir werden gleich voll sein. Das heißt, die Facecam wird sich gleich automatisch beenden. Und ja, dann werden wir halt gucken, dass wir ja einfach ohne Facecam so lange weitermachen, bis ich aufs Klöchen muss. Da da di da da di da 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 da. So, ach, da hinten. Nee, ist das richtig? Sind wir jetzt richtig? Nee. Wir wären schon richtig, aber wir wollen ja noch nicht dahin. Wir wollen erstmal hier unten hin, Richtung Süden. Süden, 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 Süden. Und dann gucken wir einfach mal. Lauf, Schlampe, lauf. McDonald's hat noch auf. Der Jason mit dem Besen kehrt er die Berge von Staub frei. So, wir gehen mal nach oben, wenn wir da hochkommen. Oder werden wir von dort oben aus, werden wir gucken, dass wir den nächsten Außenposten erreichen. Und sag jetzt nicht, es wird schon wieder dunkel, oder? Ich wollte gerade sagen. Sah ihm fast so aus, als wird das wieder dunkel werden gleich. So, wir sind hier hinten. Wir können von hier aus gar nichts sehen. Oh, wir haben hier aber sehr, sehr viele Söldner, die langfahren. Ein Vorteil hier ist, wir können vielleicht die Feinde sehen. Und, Eieiei. Das ist auch wieder so ein Nest. So ein richtiges Nest. Puh. Es wird alles andere als einfach. Wie die letzten Basen eben auch. Wobei uns die Sprengpfeile viel, viel lästige Arbeit abnehmen. Die gefährlichsten sind, wie gesagt, immer die Sniper. Wir sind doch zu weit weg. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht von euch? Ganz ehrlich. Scheinbar noch nicht alles. Da ist noch einer. Oh oh. So. Oh, das waren immer noch nicht alle. Doch, das waren sie jetzt. Wir haben sie geschafft. Puh, okay.
So, was wir jetzt natürlich machen können, wir können jetzt gucken, ob wir hier die letzte Speicherkarte haben. Oh, neuer Ort für Schnellreise verfügbar. Wir haben hier natürlich noch so viele Sonderaufträge. Wir könnten die auch alle noch machen, aber ich denke, im Verlaufe dieses Spiels werden wir sie eher weniger machen. Ganz einfach, weil sich das nicht lohnt. Da dann nochmal extra Zeit für aufzuwenden. So, komm her. Und jetzt stellen wir eben nochmal Sprengpfeile her. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volle Granate. So. Okay, keine Speicherkarte. Also geht es weiter Richtung Süden, ne? Süden oder Norden? Nee, es geht weiter Richtung Norden. Das heißt, wir werden jetzt hier gucken. Wir werden dahin. Der Stützpunkt ist nämlich ein wenig leichter zu erreichen als. Also vom Stützpunkt aus ist das alles ein bisschen leichter zu erreichen als von woanders aus. Dann werden wir oben unten im Süden in der Ecke gucken. Und dann gucken wir einfach mal. So. Anscheinend ist die Facecam-Aufnahme immer noch am Laufen. Finde ich persönlich sehr gut. Oh, halten, interagieren. Ja, anscheinend immer noch am Laufen, genau das meine ich. Das war eigentlich cool. Endlich mal wieder 2 Stunden hier aufgenommen. Aber das ist halt auch immer so eine Sache hier. Gerade da so viel Speicherplatz auch durch Apps und Spiele belegt ist auf meinem Handy. Ja, so sieht es aus. Apps und Spiele bestimmen wirklich das. Also bestimmen wirklich den Speicherplatz auf meinem Handy. Und das ist eigentlich nicht so schlimm. Man hat eben nur 32 GB Speicherplatz. Und der ist verhältnismäßig schnell verbraucht. Man braucht nur einige hochauflösende Fotos schießen, also genug hochauflösende Fotos. Dann ein paar Videos machen und vielleicht noch die eine oder andere App installieren, dann ist das Handy auch schnell an seinem Limit angelangt. Das ist wirklich so. Ich habe es ja schon gemerkt, aber eigentlich passt da viel drauf. So, und wir gucken jetzt einfach mal hier oben. Mich würde jetzt interessieren, können wir von hier oben aus gefahrlos die Basis da hinten überwachen? Das würde mich interessieren. Jein. Ich würde sagen, gefahrlos nicht, aber zumindest brauchen wir uns nicht allzu viele Sorgen hier machen, dass ihr vielleicht irgendwo noch Sniper auf uns warten. Warum stirbt er nicht? Oh. Es geht hier bergab. Wir haben jetzt eigentlich hier schon verkackt. Verdammt. Man hat uns nicht gesehen. Aber wir dürfen jetzt erstmal den ganzen Weg wieder hochrennen. Vorausgesetzt, wir finden. Ja, ich glaube, die Stelle war das. Die Stelle war das, wo wir hochrennen können wieder. Mich stört jetzt gerade nur, dass wir eben so viele Spezialpfeile verschossen haben.
Deswegen müssten wir eventuell noch mal gucken. Wir dürfen ja nicht zu viele Pfeile verschießen. Weil sonst haben wir nämlich keine Granaten oder keine Pfeile mehr. Der kommt bestimmt gleich näher. Und da ist jetzt eigentlich auch die Frage, können wir hier gefahrlos hin? Oder ist irgendwo vielleicht doch noch ein Sniper versteckt? Liegt auf der Lauer. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt ein kleiner Sniper. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt ein kleiner Sniper. Guckt euch mal den Sniper an, wie der Sniper snipen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt ein kleiner Sniper. Sniper! Dieser Sniper ist ein Hyper. Hallo, mein Freund. Na? Jetzt haben sie mich entdeckt. Also sie haben zumindest meine Position entdeckt und das heißt, die werden jetzt in meine Richtung kommen. Einer. Ah, Scheiße. Wir rennen jetzt schnell zum Alarm. Schnell, wir müssen ihn deaktivieren, bevor er aktiviert werden kann. So, jetzt haben wir zumindest die schon mal erledigt. Ah, Glück gehabt. Schwein gehabt.
Manchmal braucht man doch so ein Glücksschwein. Durch Feuerpfeile scheinen die sehr leicht zu besiegen. So, wir haben 32 von 34 Außenposten. Das heißt, es bleiben nur noch die beiden im Süden, genau wie der letzte Turm im Süden. Da würde ich ganz einfach mal sagen, da reisen wir jetzt erstmal per Schnellreise hierhin. Ich hoffe, wir kriegen da auf jeden... Ach, scheiße. Ich wollte gucken, ob da die letzte Speicherkarte ist. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher. So, und wir drehen einfach nochmal die Cam. Ich will nämlich nochmal gucken, ob das alles noch am Laufen ist. Es ist alles noch am Laufen. Supi Angelegenheit. Super. Was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt erstmal Munition voll kaufen. Oh, wir haben kaum noch Kohle. Was wir jetzt machen könnten, ist Tierfelle verkaufen. Gelbe Blätter. Wo sind die gelben Blätter? Das Problem ist jetzt haben wir natürlich nicht genug, um hier jetzt irgendwie noch mehr Munition nachzukaufen. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt ein kleiner Sniper. 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 So, Legende. Schnellreise aus. Also mir fällt nur auf, es ist keine Speicherkarte da. Das heißt, wir können hier bleiben. Und dann müssten wir aber eigentlich mal so Richtung Westen. So. Und diesen Weg setzen wir eben auch fort. Wir haben kaum noch Kohle.